Hallo, meine Lieben. So, jetzt drehe ich schon das, weiß ich nicht, hundertste Video in der Woche und vergiss aber immer, es zu bearbeiten. Also jetzt in nächster Zeit werden ein paar Videos kommen, die nicht so zeitnah erscheinen, wie sie gedreht worden sind. Also wundert euch nicht. Aber jedenfalls habe ich es heute endlich wieder mal geschafft, einen Planer hochzustellen. Bin eh mindestens einen Monat später dran als letztes Jahr. Und habe es auch bis jetzt erst mit einem einzigen Sommerplaner geschafft, die an und für sich alle mit dem 1. August starten sollen. Ich bin jetzt aber am Überlegen, ob ich nicht wieder reduziere. Also ich habe das mit den Herbstplanern ja auch gemacht, dass ich in Wirklichkeit nur noch zwei datiere und die anderen undatiert habe. Ich denke, das werde ich dieses Mal auch wieder machen. Aber jedenfalls einen möchte ich euch jetzt wieder zeigen. Und zwar ist es der zweite Bujo-Planer. Also ich habe zwei Planer, die ich als Bujo-Planer bezeichne, weil sie auf Layouts basieren, die ich generell recht häufig sehe. Ja? Der Bujo 1, das ist der, der immer im Herbst kommt. Der hat ein relativ einfaches Layout. Der hingegen ist ein bisschen ja, ausgefernster. Also es ist quasi mehr vorbereitet. Ja. Und den würde ich jetzt eigentlich einfach zeigen, weil ich habe ein paar Änderungen gemacht im Vergleich zum letzten Jahr. Und ja, das würde ich einfach auch gern erklären. Gut, ich habe das Ganze wieder auf meinem iPad vorbereitet als digitalen Planer, aber natürlich ist das ein Druckplaner, also für Papier. Und er ist in A5. Gut, ja, also wie gesagt, das ist das Titel, Dingsi. Alle meine Planer kommen prinzipiell einmal mit einer Jahresübersicht und dann einer Übersicht von 3 Monaten auf 2 Seiten. Also das heißt, man hat immer ein halbes Jahr dann auf so einem Spread sehen. Und dadurch, dass der im August startet, fängt auch das jetzt im August an. Ob man das so machen muss, weiß ich nicht, aber ich mache es halt so. Gut, dann gibt es die zweite Hälfte. Also das heißt, er geht dann auch insgesamt bis Juli 2021. Und ja, ob man diese Dinge jetzt dafür verwendet, für das, was man in dem Jahr plant, oder ob man das dann dafür verwendet, was im nächsten Jahr dann kommt, also dass das quasi schon August 2021 ist, das ist einem dann selbst überlassen. Prinzipiell, wenn man sich dann nur eben so die Dings anschaut. Ich habe einmal oben ein Feld mit, ja, für Notiz. Die Seite ist generell von Hobonichi inspiriert. Und dann haben wir 1 bis 31 runter mit eben Dotgrid-Zeilen. Und 1 bis 31, sind keine Wochenenden markiert. Ja, also das ist eben genau der Grund, dass man sich eben selbst entscheiden kann, ob man das für dieses Jahr verwenden will, zum Beispiel als Index. Ja, also die Lilly von Vegan Organizer verwendet in ihrem Hobonichi diese Übersicht als Index, damit man eben weiß, okay, am 31. August habe ich das und das notiert, falls ich das einmal wieder brauche. Ja? Gut, also wie gesagt, ja, das ist einmal das Erste. Und dann kommt noch eine Jahresübersicht für 2021. Und das ist einmal ein File. Also ein File hat jetzt beinhaltet alle diese Jahresübersichten. Dann gibt es einen eigenen File, der nur Notizseiten hat, ja, und zwar Dotgrid-Seiten. Und das könnte man jetzt zum Beispiel hier einfügen und hat dann quasi einmal eine Seite oder beliebig viele Notizseiten und dann kommen die Monate. Und das habe ich eben geändert im Gegensatz zum letzten Jahr. Es gibt jetzt einmal einen File, der hat alle Monate drinnen. Ja? Also das heißt, wir haben eine Titelseite, wo einfach einmal Monate draufsteht. Was Besseres ist mir ehrlich gesagt nicht eingefallen. Und dann kommt, hoppala, dann kommt eine Doppelseite Notiz mit Dotgrid eben. Ja? Das hat einmal damit zu tun, dass ich ein ganz besonderer Fan davon bin, dass man ja Monatslisten sich macht, beziehungsweise sich überlegt, was man in diesem Monat so alles plant. Das heißt, diese Doppelseite ist jetzt unter anderem dafür gedacht, dass man wirklich sagt, okay, auf diesen Seiten plane ich meine Ziele oder meine To-Dos für das kommende Monat aus. Ja? Ich bin Die Erin Condren hat das ja letztes Jahr so gehabt, dass sie eben auch nach dem Tab sozusagen so eine Doppelseite gehabt hat und dann kam erst die Monatsübersicht.
Ich habe das ehrlich gesagt logischer gefunden. Als jetzt hat es natürlich wieder geändert, weil ja alle so viel gemotschkert haben, dass ja der Tab dann nicht beim Monat landet. Ja, prinzipiell will ich zuerst wissen, was in meinem Monat so geplant ist, bevor ich unbedingt meine Termine sehen muss. Ja? Weil mein Planer ja dafür da ist, meine Ziele, meine Aufgaben zu erledigen. Es ist ja kein Terminplaner. Aber wie gesagt, das ist in jedem Verständnis durchaus anders. Man kann das dann ja eben auch halten, wie man es möchte, weil es kommt ja jetzt auch nach dem Monat wieder eine Notizseite und man kann ja auch dann Notizseiten noch einfügen, auch nur, weil man sie ja extra drucken kann. Also man hat eben durch diese Art und Weise Flexibilität. Das heißt, ihr könnt jetzt hier, wenn ich will, auch das Jahr ausplanen mit durchaus mehreren Seiten. Ja, also was möchte ich quartalsmäßig erreichen? Ich würde das nicht unbedingt nach einem Monatstab machen, aber ist ja egal. Beziehungsweise kann ich natürlich jetzt auch dieses Blatt, wo auf der einen Seite Monat steht, auf der anderen Seite das Dot-Grid ist, einfach weglassen. Und dann habe ich halt meine Jahresübersichten. Ja, dann habe ich beliebig viele Notizseiten oder auch nicht. Und dann, das ist ein bisschen lästig. Ich weiß jetzt doch. Ich habe mir gedacht, ich ziehe es ein bisschen aus, aber das ist ein bisschen lästig. Also wie gesagt, ich kann meine Jahresübersichten haben, dann habe ich eine Notizseite oder eben auch nicht, weil ihr könnt ja auch gleich diese Seite haben und dann folgen schon gleich die Monate. Ja, was jetzt vom File her nicht geht, ist, dass man dann diese Seiten auslässt. Ja, also die zwei Notizseiten sind definitiv dabei. Da muss man durchaus durch. Und wenn man es nicht haben will, muss man es zusammenkleben. Oder sich die Monatsübersichten von einem meiner anderen Planer raussuchen. Die sind dann allerdings nicht von August bis, ja, gell? Also wie auch immer. Der Gedanke ist auf jeden Fall, dass auf diesen Notizseiten die Monatslisten landen. Und dann kommt eben nach dem, kommt der Monat, doppelseitige Notizdings und dann kommt das nächste Monat und dann wieder Notizspread, dann wieder das nächste Monat, dann wieder Notizspread. Ja? Also das ist von dem Monatsfile einmal der Gedanke. Und jetzt ist es aber so, dass ich dann noch einen Wochenfile habe. Ja? Der Wochenfile startet mit dieser Seite Wochen und dann kommt. Muss ich nur gerade überlegen, das habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen ungeschickt gemacht. Genau, das wollte ich nämlich eigentlich noch machen. Warte jetzt, ich mache das jetzt einfach ganz kurz, damit man das auch wirklich sieht. Bearbeiten, das da will ich kopieren. Fertig. Weil die Wochen da oder dazwischen. Okay, komm. So, da dazwischen kopierte Seite einsetzen, genau. So. Ja, also nämlich jedes Monat bei den Wochen fängt nämlich auch mit so einer Doppelseite an. Und das hat jetzt den Vorteil, dass ich nämlich dieses Blatt sozusagen, wo das drauf ist, Woche und die Dot-Grid-Seite, das kann ich rausnehmen, das kann ich weglassen. Und dann kann ich hergehen und die Wochen für das Monat direkt hier einfügen. Das heißt, ich habe das Monat, ich habe eine Notizseite. Dann habe ich aber noch eine Notizseite, nämlich von da. Also das heißt, dieses Blatt. Das heißt, ich habe nach dem Monat immer noch ein Doppelspread mit Notizseiten und könnte dann aber direkt in die Wochen gehen. Und am Ende des Monats kommen bei den Wochen auch wieder Doppelseite. Das heißt, da könnt ihr wieder das Monat einfügen. Ja? Und ihr habt dann einerseits natürlich viel Notizplatz zusätzlich, aber eben auch zum Beispiel die Möglichkeit, mehrere Notizseiten noch einzufügen, um zusätzlich auch noch Dailies unterzubringen. Ja? Also wie man das dann auch immer halten möchte, ist ja dann egal. Ja? Also das ist einfach der Sinn der Sache, dass sie die Monate alle auf einen Haufen haben kann, immer mit den Notizseiten dazwischen und dann alle Wochen auf einen Haufen. Mit eben nach jedem Monat auch wieder Notizseiten dazwischen und dann von mir aus noch Notizseiten für eventuelle Tagesplanung. Oder dass ich mir immer den Pack fürs Monat nehmen kann, also die Wochen als ein Ganzer und zwischen die Monate einsortieren.
Keine Ahnung, ob ich das jetzt irgendwie logisch erklärt habe, ja. Aber das ist der Gedanke. Zusätzlich gibt es auch diese Wochenpakete als extra Downloads. Also jedes Monat ist in einem eigenen Download-File drinnen, damit man zum Beispiel eben auch, wenn man nicht im August damit startet, sondern erst im September, dann fängt man halt erst die Files vom September sich ausdrucken an, ja. Also das war eben auch ein bisschen der Gedanke daran. Ja, und wie gesagt, das, die Monatsübersicht ist eine ganz normale, klassische Ansicht mit dem Grid. Ich habe mich dafür entschieden, die Notizspalte wegzulassen in dem Fall und dafür die Boxen höher zu machen. Dann hat man in den Boxen generell einmal mehr Platz und die Notizspalte finde ich nicht, dass notwendig ist, wenn man ohnehin so viel Notizplatz auch hat. Da kann man eben Monatslisten, Projekte und dergleichen gut ausplanen. Und mit dieser Spalte weiß, wenn ich das so genau beobachte, ohnehin kaum einmal jemand, was er anfangen soll. Ja? Also habe ich es weggelassen und da dafür das Monat eingefügt. Ja, was ich auch getan habe und was die meisten machen, ich habe mich auch dafür entschieden, nur 5 Zeilen zu haben, was natürlich bedeutet, dass sich hier der 24. und der 31. einen Platz teilen müssen. Aber das ist meiner Meinung nach das kleinere Übel, als wenn ich in allen Monaten nur also 6 Zeilen habe, obwohl ich mitunter gar nicht 6 Zeilen brauche. Ja? Also das heißt, dann wären die Boxen einfach generell kleiner und ich hätte in vielen Monaten eine ganze Zeile, die ich überhaupt nicht brauche. Und ja, daher habe ich mich auch hier dafür entschieden. Gut, ja, und die Woche selbst. Die schaut jetzt eben in diesem Planer so aus, dass wir hier eine Spalte haben. Ich werde das einfach einmal kurz auf die Seite drehen. Dann kann ich nämlich besser reinzoomen. So, dann haben wir eben auf der linken Seite. So, jetzt sollten wir es gut sehen. Haben wir hier die Woche. Also das ist tatsächlich dann hauptsächlich dafür gedacht, dass man sich hier Termine oder Deadlines eintragt. Also für mehr ist hier nicht Platz. Aber das ist insofern nicht schlimm, weil man eben sonst so viel Platz hat, Informationen unterzubringen. Zum Beispiel ist hier ein ganzer Teil, der sich für Menüplanung eben eignet. Ist was Gescheites. Der Grund, warum ich hier die Felder nicht mit Montag bis Sonntag ausgefüllt habe, ist das, weil ich zum Beispiel nicht von Montag bis Sonntag plane, sondern von Samstag bis Freitag. Ja? Und daher wollte ich da jetzt keine Einschränkungen machen und habe das freigelassen. Ja? Dann haben wir hier einen Tracker. Da müsste man natürlich so schreiben, das ist keine Frage. Aber vom Platzangebot war das dann hier besser. Man hat so gut Platz, was hinzuschreiben und auch immer noch schön Platz, das abzuhakeln. Ja, das sollte an und für sich auch kein Problem sein. Und die zweite Seite, die ist jetzt wirklich dem gewidmet, was zu tun ist. Also dieser Tracker, das ist, da würde ich zum Beispiel meine ganzen Dailies hintun. Ja? Also ich habe ungefähr 9 Dailies, die kamen daher und dann kann ich abhakeln, wann ich sie gemacht habe. Beziehungsweise, wenn ich Sachen nur einmal in der Woche oder zweimal machen müsste, dann könnte ich sie da schon ein bisschen vorplanen, indem ich das Feld, wo ich es machen möchte, einfach schon bunt anmal und dann kann ich es abhaken. Ja? Gut. Und auf dieser Seite würden dann alle Pläne und To-Dos reinkommen. Das heißt, das so dieses klassische To-Do-Feld, was halt eben alles zum Schaffen ist. Hier ein Notiz. Feld, wo ich zum Beispiel ein Projekt ausplanen könnte, ja, zum Beispiel irgendein blöden Planer. Nein, nicht blöder Planer, passt schon. Aber irgendein Planer online bringen, was ist alles zu tun, das könnte man da dann hier gut notieren. Dann gibt es ein Nicht-Vergessen-Feld. Das ist zum Beispiel, irgendjemand hat Geburtstag, wir brauchen noch ein Geschenk oder irgendwann muss sie irgendjemanden anrufen. Also irgendwas, was in dieser Woche halt wirklich absolut nicht vergessen werden darf, könnte man hier unterbringen. Und das Demnächst-Feld ist eben dafür, wenn nächste Woche irgendeine Deadline ist, die man nicht aus dem Auge verlieren darf. Oder wenn nächste Woche irgendein Geburtstag ist, für den man was vorplanen muss. Ja? Damit man halt einfach auch in dieser Woche schon weiß, dass das kommt und sich dann auch mental schon viel besser
darauf vorbereiten kann. Jo, das, was ich noch geändert habe dieses Jahr, ist die Schrift. Also ich hatte immer die längste Zeit diese MV-Boli-Schrift. Keine Ahnung, ob das jemandem was sagt, aber ich kann es euch eh sagen, weil ich habe den vom letzten Jahr ja auch. Das ist heute. Na, wo bist denn? Na? Na, vom letzten Jahr habe ich das noch gar nicht gemacht, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, ich spinne. Na, habe ich ziemlich gut schon hinkriegt, dass das nicht mehr ist. Aber da drinnen habe ich zumindest diese Schrift, ja. Also diese Schrift habe ich sonst immer gehabt. Und da habe ich jetzt aber beschlossen, nein, ich bin jetzt so ein Arial-Fan. Also fast alle Einlagen, die ich dieses Jahr gestaltet habe, sind mit Arial-Schrift. Und dann habe ich beschlossen, das möchte ich auch für den jetzt haben. Und die Schrift ist auch dunkler. Das ist natürlich etwas, da streitet man sich immer. Möchte man, dass die Linien eher in den Hintergrund treten, oder möchte man, sie eher prominent haben? Das Thema ist, ich bin zwar eine, die sie lieber im Hintergrund hat, aber nicht jeder Drucker ist so gut, dass man sagen kann, man nimmt ein helleres Grau. Und dementsprechend habe ich mich für das dunklere Grau entschieden und habe auch dieses Jahr eben alles in diesem dunkleren Grau auch für meine Personal Inserts und so verwendet. Und es hat mich nie gestört, dass es dunkler war. Und dementsprechend war das für mich dann klar, dass sie das hier jetzt auch macht. Und ich finde mit der Arial-Schrift, es ist einfach ein bisschen cleaner, ja, als mit der MV-Bully. Jo, gut, das war's dann eigentlich schon. Der Planer ist eben im Download eben auf meinem Blog zu finden. Und seit Anfang Juni habe ich es ja endlich geschafft, eine Liste von Organisationen aufzuführen. Jetzt einmal hauptsächlich welche, die sich mit Rassismus beschäftigen, also Antirassismus natürlich. Wenn ihr den runterladet, dann wäre es natürlich super, wenn ihr im Gegensatz dazu überlegen würdet, welcher Organisation ihr etwas zukommen lassen könntet, ob das jetzt in Form von Geld ist oder in Form von tatsächlich Hilfe. Ja, manche sind ja auch so, dass sie immer wieder Freiwillige suchen, die eben unterstützen. Also wie gesagt, das ist eine murzerlange Liste. Es gibt wirklich relativ viele, natürlich noch viel zu wenig Organisationen. In Österreich habe ich zum Beispiel festgestellt, dass es tatsächlich nur in Wien und in Tirol Antirassismusorganisationen gibt. Ich glaube nämlich nicht einmal in der Steiermark, wobei allerdings die irgendwer Landesregierung Tatata Steiermark mit Zara zusammenarbeitet, das sind die, die in Wien sitzen. Aber ja, gell, also es gibt nicht einmal in jedem Bundesland in Österreich was. Also unterstützt mal zumindest einmal diejenigen, die da sind. Gut, das war's dann. Vielleicht wollt ihr mir auch sagen, was ihr von dem Planer haltet, ob ich das in Zukunft bleiben lassen soll mit dem Datieren, weil ihn ohnehin keiner haben will. Wäre natürlich auch eine Variante. Und vielleicht habt ihr andere Layout-Vorschläge, die ich machen soll, in dem Fall jetzt wirklich für A5, weil meine Planer mache ich eigentlich alle in A5. Mache ich einfach so. Was nicht für Personal hat sich das mit den Inserts einfach mehr bewährt. Für A5 habe ich mehr so eine Planer-Idee. Aber gut, gell? Passt. Ja, dann war's das. Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Baba.